In der D-Serie verbindet Ninebot eine frische Optik, ein robustes Design und jede Menge Fahrspaß. Der D38D ist einer von zwei neuen E-Scootern der neuen Ninebot D-Serie. Sie unterscheiden sich in der Akkugröße und in der Motorpower. In diesem Video werfen wir einen Blick auf das größere Modell und unterziehen es einem richtigen Härtetest. Wir packen gemeinsam aus, verschaffen uns einen Überblick über Ausstattung und Verarbeitung und machen natürlich unsere ausführliche Testfahrt. Zum Schluss wie immer ein kurzes Fazit zum Ninebot D38D. Ninebot hat die Produktion dieses Videos unterstützt, aber keinen Einfluss auf unsere Meinung oder die Inhalte genommen. Vielen Dank dafür. Eine echte Ansage, das ist auch der Preis. 509 Euro und ich bin richtig gespannt, was dieser günstige Ninebot heute im Test leistet. Kommt mit! Und damit ganz herzlich willkommen hier zurück bei Hentech. Ich bin Henne und wie ihr wisst, geht es auf meinem Kanal um smarte E-Mobilität, coole E-Scooter. Und wenn euch das interessiert, dann lasst doch jetzt ein kostenloses Kanalabo da, denn dann werdet ihr bei neuen Videos automatisch benachrichtigt. Und wir starten mit der Geburt unseres Ninebots, nein, natürlich mit dem Unboxing. Hier im Karton einiges an Styropor, das erspart euch zwar Kratzer, geht ökologisch aber auch besser. Ja, und dann lacht uns hier noch so ein gelber Hinweiszettel an, da geht es um das Thema Tuning, denn das führt zum Erlöschen von Garantie und Versicherungsschutz, das muss an dieser Stelle einfach jedem klar sein. Werfen wir einen kurzen Blick auf den Lieferumfang. Mit dabei natürlich ein Ladegerät, dabei interessant die Ladeleistung. Wir laden hier mit 1,7 Ampere, haben einen 10,2 Amperestunden starken Akku und müssen so 6,5 bis 7 Stunden zum Aufladen investieren. Mit dabei die Garantieunterlagen, Datenbestätigung und eine Bedienungsanleitung, die auch die Sprache Deutsch enthält. Außerdem mit dabei die von vielen anderen Fahrzeugen bekannte Ventilverlängerung und auch das zum Aufbau benötigte Werkzeug. Ebenso 5 Schrauben, eine davon als Reserve. Der Aufbau ist dann auch ratzfatz erledigt. Wir leisten jetzt hier nochmal die letzte Geburtshilfe, befreien den Ninebot aus seiner Fruchtblase. Ja, und dann kann es auch schon mit dem Aufbau losgehen. Dazu stellen wir zunächst einmal die Kabelverbindung am Lenker her. Das gelingt besonders gut, wenn diese zwei Pfeile aufeinander zeigen. Im zweiten Schritt heißt es dann, das Kabel vorsichtig im Lenkerrohr zu versenken. Achtet dabei darauf, dass die Schrauböffnungen frei bleiben, denn die brauchen wir als nächstes. Hier hinein versenken wir jetzt unsere 4 Schrauben. Schön ist, dass sie ab Werk bereits mit Schraubenkleber versehen wurden, sodass ein späteres Lockern ausgeschlossen werden kann. Das wiederholen wir noch 3-mal und dann sind wir auch schon fast fahrbereit. Es fehlt nur noch das Versicherungskennzeichen. Und den Link zu einer günstigen E-Scooter-Versicherung, den findet ihr jetzt in der Videobeschreibung. Eure Fragen, die beantworte ich im oben verlinkten Video. Am Maschsee angekommen, verschaffen wir uns nun einen kurzen Überblick über den Ninebot D38D, bevor es dann weiter auf die Teststrecke geht. Ja, ein echter Hingucker, das ist er allemal, das samtige Rot, ja, da kommt fast ein wenig Ferrari-Feeling auf. Das Cockpit ist Ninebot üblich, schön aufgeräumt, mittig das Display mit Einknopfbedienung. Die Handgriffe sollen jetzt schwitzige Hände noch besser verhindern, ja, das nehmen wir mal so hin. Der Daumengasgriff verfügt über einen knackigen Druckpunkt und knackig, das ist hoffentlich auch das Display, das schauen wir uns aber im Praxistest genauer an. Links am Lenker befindet sich der elektromechanische Kombibremsgriff und eine Klingel. Ja, und ihr dürft jetzt gern mal die YouTube-Glocke läuten, denn dann verpasst ihr künftig keine Videos mehr von uns. Unterhalb des Lenkers das voll integrierte 2,1 Watt Front-LED-Licht, super hell, super Leuchtweite und kennen wir so auch schon von anderen Ninebot-Scootern. Das Rücklicht wurde in den Reflektor integriert, das gefällt mir ebenfalls sehr gut. Auch sehr hell, leider aber keine Bremslichtfunktion. Mit einem Blick auf die wirklich schön aufgeräumte Frontpartie verabschieden wir uns dann auch schon vom Lenkerbereich und bewegen uns Richtung Rahmen. Auf dem Weg dorthin werden hier einige Kabel sichtbar, diese schmälern aus meiner Sicht aber nicht das gute Design des E-Scooters. Beim Rahmen handelt es sich übrigens um eine besonders robuste Rohr-Sandwich-Konstruktion, sprich Akku und gummiertes Trittbrett umschließen quasi beidseitig den offenen Rahmen. Dieser musste sich laut Ninebot während der Entwicklung einem 10.000 Kilometer Härtetest stellen und hat diesen problemlos überstanden. Respekt! Und da wundert es auch nicht, dass die Zuladung beider in Deutschland erhältlicher Modelle mit 120 Kilo angegeben wurde. Ganz selten war unter Last ein leises Knacken vom Rahmen zu hören, was möglicherweise am Kontakt von Metall und Plastik bei dieser Konstruktion herrührt.
Der offene Rahmen ist übrigens auch perfekt, um euren E-Scooter einfach zu sichern. Es funktioniert quasi jedes Fahrradschloss. Ein paar besonders sichere Modelle habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Ja, und auch von unten betrachtet sieht hier wirklich alles soweit ordentlich aus. Keine bösen Überraschungen, keine Schweißnähte, dafür aber auch kein Fahrwerk. Aber ein Hinweis auf den Wasserschutz, IPX5, Fahrten bei Regen möglich, aber nicht empfohlen. Noch ein Blick auf das hintere Schutzblech, eine typische Schwachstelle vieler E-Scooter. Das Ganze ist hier bei der D-Serie flexibel aufgehängt, also keine Metallstreben, sondern alles aus Gummi bzw. Plastik. Ob das Ganze zum Klappern neigt, das finden wir natürlich gleich für euch heraus. Gut gewählt ist die Position der Ladebuchse oberhalb des Trittbretts. Der Verschluss dichtet nicht nur gut ab, sondern lässt sich auch bequem öffnen und schließen. So soll das sein. Die Zahl in der D-Serie gibt übrigens die Reichweite an, soll es der D38 mit seinem 10,2 Amperestunden Akku auf bis zu 38 Kilometer bringen und der D28 auf 28 bei 7,6 Amperestunden. In unserem Test hatten wir nach 16 Kilometern noch etwa 10 Kilometer Restreichweite. Allerdings war dies auch die erste Ladung des Akkus und die Reichweite sollte noch etwas steigen. Den guten und bewährten zweistufigen Klappmechanismus kennen wir so auch von anderen neueren Ninebot-E-Scootern. Pfiffig gemacht. Der Knopf der Klingel rastet beim Zusammenklappen am hinteren Kotflügel ein. Ninebot verspricht einen Klappvorgang von unter 3 Sekunden und ja, das können wir bestätigen, hat geklappt. Yeah! Jo, ich würde sagen, auch zusammengeklappt macht unser D38D hier eine gute Figur. Die Handgriffe sind leider nicht einklappbar, dies würde den Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln noch ein wenig erleichtern. Leicht ist jetzt auch unser Stichwort, das Gewicht schlägt beim D38D mit 16,8 Kilo zu Buche, der D28D wiegt aufgrund des kleineren Akkus 1 Kilo weniger. Ihr könnt den E-Scooter auch über die bekannte Ninebot-App verwalten, das ist schön, nicht so schön ist jedoch der Registrierungszwang. Ohne Aktivierung durch den Hersteller könnt ihr den E-Scooter nur sehr eingeschränkt nutzen, die Geschwindigkeit ist reduziert und ihr werdet durch penetrantes Piepen genervt. Bevor es auf die Teststrecke geht, checken wir den Luftdruck und ich empfehle hierfür den akkubetriebenen Luftkompressor von Xiaomi, dieses und anderes Zubehör in der Videobeschreibung. Und wie immer beginnen wir hier mit unserem Agilitätstest. Dabei wichtig das Zusammenspiel zwischen Gas und Bremsen und natürlich auch das Fahrwerk. Wie verhält sich unser D38D ja in Gefahrensituationen? Wie gut können wir Hindernissen ausweichen? Ja, und dafür aufgebaut hier schon unser kleiner Hütchenparcours. Und Pascal jagt das Fahrzeug jetzt mal für euch hier durch die Strecke. Und auch wenn jetzt hier ein Hütchen an der Kamera hängen geblieben ist, ist der D38D wirklich ein sehr agiler, wendiger, leichter E-Scooter. Das Fahren in der Stadt bringt richtig viel Spaß und das führt uns auch schon zur nächsten Kategorie. Nun kommen wir hier zu unserem Bremstest. Der D38D verfügt über einen einzigen Bremsgriff hier links, der gleichzeitig zwei Bremssysteme aktiviert. Zum einen haben wir hier die elektronische Bremse im Vorderrad. Die soll auch über ein EABS-System verfügen, sprich nicht blockieren, sondern ja, euch in der Spur halten. Die hintere Bremse, das ist eine Trommelbremse. Verschleißarm kennen wir so von vielen Fahrzeugen. Ja, und in dieser Kombination will man hier letztendlich punkten. Was einem bewusst sein sollte, es gibt keinen separaten Bremsgriff für die E-Bremse. Das heißt, diejenigen von euch, die beim Ausrollen gern noch ein bisschen Strom zurückgewinnen wollen, ja, die können hier lediglich versuchen, den Bremsgriff so leicht zu ziehen, in der Hoffnung, dass dann nur die E-Bremse greift. Grundsätzlich bremst euch der Ninebot beim Ausrollen leicht ein, gewinnt dabei Energie zurück. Die Stärke lässt sich in der App in 3 Stufen einstellen. Ich probiere das Ganze jetzt aus, werde mit Höchstgeschwindigkeit hier auf unsere Markierung zufahren. 20 km/h sind schnell erreicht und gehe dann voll in die Eisen. Oh ja, das hat schön gequietscht, Gummi gegeben. Und ihr seht es, der Bremsweg, der ist hier sehr kurz, völlig in Ordnung. Da gibt es an dieser Stelle wenig zu meckern. Ganz im Gegenteil, 3,2 Meter, das ist ein Top-Wert, gerade auch im Vergleich zur F-Serie und auch das EABS-System. Das arbeitet hier in der Praxis wirklich gut.
Wir kommen jetzt noch zum kurzen Komfortcheck. Ninebot setzt beim D38D hier auf die Federwirkung von 10 Zoll Luftreifen mit Schlauch. Klar, kleiner Nachteil, wenn ihr einen Platten habt, dann ist das immer so ein bisschen nervig. Da empfehle ich euch das Reifendichtmittel Slime. Das hat mir schon in der einen oder anderen Situation ja viel Ärger erspart. Aber, und das ist so ein bisschen hier der Vorteil, Ninebot verspricht, dass man die Reifen nochmal optimiert hat, sowohl was die Rolleigenschaften, ja, das Fahren bei Regen angeht, aber auch die Robustheit soll nochmal deutlich angehoben worden sein. Ich weiß nicht, wie sie das machen, ob da so eine Art Kevlar-Einlage im Reifen mit drin ist. Auf jeden Fall sollen sie aber sehr, sehr pannensicher sein. Das ist natürlich immer gut zu wissen. So, wir starten hier auf gutem Untergrund. Das ist so Schotter. Da kann man wirklich hier ganz bequem fahren. Ihr achtet einfach mal immer so auf meine Hände. Wechseln jetzt aber hier aufs gute Kopfsteinpflaster. Ja, und da seht ihr, da kommen schon so ein paar kleine Stöße an. Ist aber alles gut zu machen. Aber wir wollen natürlich einen Härtetest machen und wechseln hier aufs richtig krasse Kopfsteinpflaster, schön mit Straßenschäden. Und da guckt ihr jetzt mal bitte auf meine Hände. Ja, das ist natürlich hier ganz klar eine harte Nummer für diesen E-Scooter. Da bringen wir ihn ganz klar an seine Grenzen. Aber er bleibt dabei so fahrstabil, dass ihr ihn, ganz theoretisch gesprochen, auch noch einhändig fahren könntet. Dabei spielt auch das lange, breite Trittbrett eine wichtige Rolle. Es bietet so viel Platz, dass große Füße hier sogar nebeneinander auf das Trittbrett passen. In der Praxis ist dies aus Gründen der Fahrstabilität aber grundsätzlich eher nicht zu empfehlen. Die Gummimatte an sich ist relativ fest und bietet aus meiner Sicht keine zusätzliche Dämpfung. Auch durchs Gelände, klar, ihr werdet durchgeschüttelt, denn ein Offroad-Scooter, das will der D38D natürlich nicht sein. Im Gelände ist dann auch ein leichtes Klappern wahrnehmbar, das hält sich aus meiner Sicht aber noch in Grenzen. Schön ist, dass Ninebot hier aus den 10 Zoll Reifen das Maximum herausholt und auch ein hoher Bordstein problemlos mitgenommen werden kann. Irgendwann ist dann nur der etwas vorstehende Ständer im Weg. Als nächstes checken wir die Steigfähigkeit von unserem Ninebot D38D. Laut Hersteller haben wir 350 Watt auf dem Vorderrad, 700 Watt in der Spitze und die Steigfähigkeit soll bei 20% liegen. Wir testen heute hier mit 12% bei 80 Kilo. Ich gebe Gas. Ja, 16 km/h, 13 km/h, 12, der kämpft sich hier locker hoch. 10 km/h ist das niedrigste. Ja, und wir sind oben mit 10 km/h. Sehr schön. Anfahren am Berg. Das ist natürlich auch eine absolute Herausforderung für jeden E-Scooter. Wir müssen den Ninebot zum Anfahren ja erstmal so auf 4 bis 5 km/h bringen. Das ist jetzt die Herausforderung. Und dann gucken wir mal, ob der Motor mich trotzdem nach oben zieht oder ob er dann in die Notabschaltung geht. Auf geht's. So. 5, 7, 4, boah, sehr gut, der kämpft sich hoch mit 4 km/h. Jetzt, wir haben es nicht ganz geschafft, aber er hat wacker gekämpft. Und noch wichtig, wer Wert auf eine gute Steigfähigkeit legt, sollte unbedingt das große Modell wählen. Grundsätzlich gilt, die Motorleistung ist gut und irgendwo oberhalb des Mi 2 Pro und knapp unterhalb des Ninebot G30 anzusiedeln. Der E-Scooter verfügt über 3 Fahrstufen. Im sparsamen Eco-Modus erreichen wir 15 km/h. Der Drive- und der Sportmodus unterscheiden sich nicht in der Geschwindigkeit, wohl aber in der Anzugstärke und damit in der Beschleunigung. In diesem Test checken wir, was der Motor in Sachen Geschwindigkeit leistet. Wir haben hier zum einen Tachometer des E-Scooters und hier die GPS-Messung. Ihr behaltet jetzt bitte einfach mal beides im Blick. Legal möglich wären maximal 22 km/h. Und wir schauen jetzt mal, was unser Ninebot hier leistet. So, ich drücke direkt durch. Guter Anzug, schnelle Beschleunigung. Wir sind hier ratzfatz auf 20 km/h. Ja, und da bleiben wir dann auch konsequent. Die GPS-App, die schwankt wieder so ein bisschen. Das ist aber normal, das ist prinzipbedingt. Ja, konsequent 20 km/h und damit leider 2 km/h verschenkt. Dennoch sind die Fahreigenschaften dieses E-Scooters insgesamt als sehr, sehr gelungen zu bezeichnen. Ein rundes Fahrgefühl, gut abgestimmt, ausreichend Motorleistung und das auf den verschiedensten Untergründen und in den unterschiedlichsten Fahrsituationen. Ninebot hat mit der D-Serie den E-Scooter nicht neu erfunden, aber ein stimmiges Gesamtpaket abgeliefert. Man hat bestehende Konzepte weiter verbessert, aber große Überraschung, die gibt es nicht. Wir haben hier ein solides Fahrzeug, das durch auffällig gute Verarbeitung glänzt, ein sehr angenehmes, gut abgestimmtes Fahrgefühl und das zu einem sehr guten Einstiegspreis. Die D-Serie ist aufgeregt, unaufgeregt, eine gute Wahl
und für viele Einsatzzwecke geeignet. Ein echter Allrounder eben und ein toller Einstieg in die Ninebot-Welt. Und was uns sonst beim heutigen Test noch aufgefallen ist, das seht ihr wie immer hier in der Übersicht. Unter dem Video findet ihr Bezugsquellen, Rabatte und natürlich das passende Zubehör. Ich persönlich würde immer zum größeren Modell greifen, da dies eine höhere Reichweite besitzt und auch mehr Reserven am Berg. Und jetzt würde uns brennend interessieren, wie euch der Ninebot D38D gefallen hat. Schreibt es doch mal in die Kommentare. An dieser Stelle möchte ich mich wie immer herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Solltet ihr noch kein Abo haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dies zu ändern, denn dann werdet ihr bei neuen Videos automatisch benachrichtigt. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, fahrt vorsichtig und dann sehen wir uns schon ganz bald hier zu einem neuen Video bei Hentec. Ciao! Ihr wollt euren neuen E-Scooter versichern? Dann habe ich hier das passende Video für euch. Ja, und ansonsten noch ganz, ganz viele andere E-Scooter-Tests. Viel Spaß!